Es war ein Fehler von mir, dich vor der Klasse sprechen und deine Propaganda verbreiten zu lassen. Aber heute werden wir das anders regeln. Das Böse, sagt man, ist die größte Waffe der Atheisten gegen den christlichen Glauben, nicht wahr? Allein dessen Existenz führt zu der Frage, wenn Gott gütig und allmächtig ist, wieso lässt er das Böse zu? Die Antwort liegt tatsächlich auf der Hand. Freier Wille. Aufgrund der Willensfreiheit lässt Gott das Böse zu. Aus christlicher Sicht akzeptiert Gott das Böse nur vorübergehend, damit eines Tages diejenigen, die an ihn glauben, in den Himmel auffahren, frei von dem Bösen, aber dennoch frei in ihren Entscheidungen. Mit anderen Worten, Gott beabsichtigt, letztendlich das Böse eines Tages zu vernichten. Wie überaus praktisch. Eines Tages werde ich alles Böse beseitigen, aber bis dahin müsst ihr euch mit all den Kriegen, Massenvernichtungen, Tsunamis, Hungersnöten, Armut und AIDS herumschlagen. Angenehmes Leben. Nächster Vortrag, Moralvorstellungen. Warum nicht? Professor Radisson, ein bekennender Atheist, glaubt nicht an Moralvorstellungen. Aber laut Lehrplan muss er uns eine Abschlussprüfung abverlangen. Also, ich bin mir sicher, dass er bei einem Täuschungsversuch plötzlich wie ein Christ klingen würde und uns sagen würde, es sei falsch zu betrügen und dass wir das wissen müssten. Und dennoch, worauf stützt er sich? Wenn ich durch geplanten Betrug erfolgreich bin, wieso sollte ich es nicht tun? Für Christen ist die Grundlage der Moral, was über richtig und falsch entscheidet, eine gerade Linie, die direkt auf Gott zurückführt. Oh, Sie behaupten also, dass ein Gott nötig ist, um moralisch zu sein, dass es keine moralischen Atheisten geben kann? Nein, aber ohne Gott gibt es eigentlich keinen Grund, moralisch zu sein. Nicht einmal einen Grundsatz, was Moral bedeutet. Unter Christen ist so etwas wie Lügen, Stehlen und Betrügen, in meinem Beispiel bei einem Test, verboten. Das ist Diebstahl. Aber wenn es keinen Gott gibt, wie Dostojewski einst gesagt hat, wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Und nicht nur das, sondern auch sinnlos. Denn wenn Professor Radisson recht hat, dann sind all unsere Anstrengungen und Bemühungen und diese Diskussion bedeutungslos. Unser Leben und letztendlich unser Tod würden nicht mehr bedeuten als bei einem Gott. Das ist doch lächerlich. Alles in allem behaupten Sie also, dass man die Wahl treffen muss. Glauben oder nicht glauben. So ist es. Mehr gibt es nicht und wird es nie geben. Der einzige Unterschied zwischen Ihrer und meiner Auffassung ist, dass Sie keine Wahl lassen. Sie verlangen von jedem von hier, sich gegen den Glauben zu entscheiden. Weil ich Sie davon befreien will. Weil Religion wie ein Virus schon von den Eltern in die Köpfe ihrer Kinder eingepflanzt wird. Und das Christentum ist das schlimmste Virus von allen. Es schleicht sich langsam in unsere Köpfe, wenn wir schwach oder krank oder hilflos sind. Sie sehen Religion als eine Krankheit. Ja, sie infiziert alles. Sie ist das Gegenteil von Vernunft. Vernunft? Professor, Sie haben die Vernunft schon lange hinter sich gelassen. Was Sie unterrichten, ist nicht Philosophie. Es geht nicht einmal mehr um Atheismus. Sie unterrichten Antitheismus. Sie wollen nicht nur selbst nicht glauben, Sie wollen alle anderen auch vom Glauben abhalten. Wieso geben Sie es nicht zu? Sie wollen alle mit Ihrem primitiven Aberglauben anstecken. Ich will nur, dass Sie Ihre eigene Wahl treffen. Das ist es, was Gott will. Sie haben keine Ahnung, wie sehr ich es genießen werde, Sie scheitern zu sehen. Wen wollen Sie wirklich scheitern sehen, Professor? Mich? Oder Gott? Hassen Sie Gott? Das ist nicht mal eine richtige Frage. Okay. Wieso hassen Sie Gott? Das ist lächerlich. Warum hassen Sie Gott? Antworten Sie! Sie können die Logik erkennen. Die Wissenschaft untermauert Gottes Existenz. Sie wissen das. Wieso hassen Sie Gott? Wieso, Professor? Eine ganz einfache Frage, Professor. Wieso hassen Sie Gott? Weil er mir alles genommen hat. Ja, ich hasse Gott. Ich habe nur eins für ihn übrig, Hass. Wie können Sie jemanden hassen, der nicht existiert?
Das beweist gar nichts. Vielleicht haben Sie recht. Aber der Kurs entscheidet. Ist Gott tot? Gott ist nicht tot. 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 Gott ist nicht tot.